Bitte, Walker, bitte. Mané, Mané, Koulibaly! Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu einem Ribery 91 Shapeshifter Squad Builder Battle. Oh ja, wir haben gerade... Ja, die AP zeigt 2 Uhr nachts. Und zwar wirklich schon am Sonntag. Die Server waren down, aber wir wollten unbedingt noch ein geiles Video für euch raushauen. Deswegen nehmen wir jetzt so spät auf. Der Öni ist noch krank. Ja, Mann, mit Coronavirus hier am Warten die ganze Zeit, ey. Ja, Leute, geile Karte von Ribery, die rausgekommen ist. Auch ordentlich teuer. Ich bin mal gespannt, wie die sich spielen lässt, weil Ribery hat ja dieses Jahr keine krasse Special-Karte oder so bekommen. Ist ja fast schon eine Icon- oder Moments-Karte. Das ist schon echt krank, was der Ribery dafür eine Karte bekommen hat, oder? 5 Sterne Skills, 5 Sterne schwacher Fuß. Alter, die Karte wurde ja auch, glaube ich, erst vor 1-2 Wochen oder so zu Ultimate Team hinzugefügt. Von daher sind wir mal gespannt. Ich habe schon durch das ein oder andere Ohr gehört, die Karte soll richtig krank sein. Ich bin gespannt, okay. Freunde. Wir lassen auf jeden Fall jetzt mal unsere Review hier für euch da. Dafür, Freunde, gebt auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben. Supportet uns, rasiert ordentlich den Daumen nach oben Button. Und ja... Genau. Ja, Daumen, Leute. Dann werde ich wieder gesund, kennst du. Ich spiele in der Formation 4-4-2, Annie spielt in der 4-3-3 und ich würde sagen, du hältst zuerst rein. Komm. Okay, ich halte rein. So, hier, direkt kurz und schmerzlos, ich halte rein. Gut, dann starten wir mal. Ich bin mit einer Karte gegangen, die hat auch vor kurzem eine Special-Karte bekommen. Es gibt sogar eine bessere Karte, aber ich habe die SBC nicht gemacht. Und zwar ist das Alexis Sanchez. 84er und dazu passen seine Kompagnon Gary Medel aus Serie A. Ich habe Griezmann und Matuidi aufgeschrieben. Hör mal, du hörst dich ja richtig motiviert an. Schade. Ja, ich habe gedacht, schade, den Sanchez, ey, den hast du doch auch. Aber ja, Kacke habe ich nicht gemacht. Kacke. Ja. Kacke. Gut, dann fangen wir mal an hier. Und zwar geht's erstmal los. Linker Flügel, da haben wir gute Informkarte von Paulo Dybala. Und rechte Flügel, ja, da gab's ja den guten Chiesa, ne, mit diesem grünen Link, ey. Hab ich schon mal gehabt, aber diesmal dachte ich mir, aktivieren wir die Sparflamme und hauen den Saint-Maximin rein. Ach. Ist das diese normale Goldkarte? Weißt du, was krass ist? Du spielst jetzt einfach mit einer Karte, die kostet 2 Millionen. Haust rechts daneben einen rein, der kostet wahrscheinlich 800 Münzen. Und auf der linken Seite kannst du einen Torwart hinstellen, der kostet vielleicht 200 Münzen. Paulo Dybala! Der nächste Mal so hyped auf dieses Squad-Builder-Battle und dann haust du ihm direkt beim ersten Pick was raus. Und dann geht die Laune von hier oben ganz weit unten in den Keller. Untergeschoss, Keller, 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 Erdkern. Okay, I am ready. Ich halt mal rein, Ernie. Let's go. Halt rein. Okay, fang an. Linkes ZM. Da haben wir den guten Emre Can von Juve im ZM. Da dachte ich mir, ey, hab ich den lange nicht mehr benutzt. Der muss mal wieder herkommen. Der gute alte Hadji. Der hab ich so vermisst, ey. Und rechts haben wir Wijnaldum. Ich habe eine Ikone aufgeschrieben. Dachte, vielleicht gehst du mit Peps. Ich habe noch den Auer aufgeschrieben und deinen roten Doucouré. Aber mit Hadji, okay. Oder den Doucouré, den habe ich schon seit einem Monat in diese SBC abgegeben. Aber nice, das ist leere gegriffen. Mal gucken, ob ich jetzt hier den Volltreffer landen werde. Okay. Ja, sag mal, ich habe schon eingeloggt. Sag mal, für was hast du dich denn entschieden vorne? Eingeloggt? Bist du mal Werbemillionär oder was? Ja, normal, mach mal Musik rein, komm. Nein, ich sag nichts, Alter. Wenn, dann will ich das jetzt fühlen, ey. Okay, dann versuch es zu fühlen. Ich habe vorne im Sturm Wissam. Dann habe ich in der zentrale Mittelfeld das, was ich auch aufgeschrieben habe, und zwar den Hatem, Aua. Und rechts im Mittelfeld habe ich, glaube ich, den Cornet Winter Refresh. Feels good, man. Da haben wir wieder was Gutes gesniped. Ah, ich habe mich für eine Mannschaft entschieden und das war Olympique Lyon. Und da habe ich hier erstmal den guten Dembélé aufgeschrieben, dann Aua und den Cornet. Du hast alle 2 Stück jetzt? Ja, 2 Stück habe ich. What? Und du darfst sogar aussuchen, wo der Torwart hin soll. Ah, was nett. Gut, ey, was ist taktisch jetzt besser? Ich glaube, ich packe ins rechte Mittelfeld packe ich meinen Torwart. Okay, Leute, wir kommen jetzt zu den beiden Außenverteidigern. Richtiges Glücksgefühl gerade, so schön zwei Spieler zu snipen. Okay, auf der linken Seite, ich gehe mal eigentlich nicht davon aus, die Chancen, dass du einen hast, liegen so vielleicht bei 10%. Auf der linken Seite gehe ich mit Alexandre Kolarov.
Und auf der rechten Seite gehe ich mit Kappa. Kappa? Seine Special Card. Ich hoffe, ich habe den. Wie heißt denn der? Heißt der Under Kappa? Kappa mit C-A-P-A. Da ist er. Genau der, den habe ich nämlich mal gezogen. Hernandez von AC Mailand und Aurien aufgeschrieben von Tottenham. Aurien. Pass mal auf. Gut, dann machen wir weiter. Bei mir, linker Verteidiger, da haben wir eine schöne Winter-Refresh-Karte von Schulz. Rechtsverteidiger, da haben wir aus der italienischen Liga Shapeshifter Hateboer. Agathe! Ich bin auf der linken Seite auch mit dem Deutschen gegangen. Ich dachte mir schon, dass du die Liga wechselst. Ich bin aber mit Max gegangen. Aber dafür bin ich auf der rechten Seite mit Hateboer gegangen. Ey, warum denkst du nicht, dass ich in der Premier League bleibe? Ja, weil dieser Hateboer zu nice aussieht. Ich bin in deinem Kopf drin, Ernie, vergiss das nicht. So, die heiße Phase ist eingeläutet. Ich halte rein, Ernie. Und ich bin mal gespannt, für was du dich entschieden hast. Hau mal rein jetzt. Ja, okay, gut. Fangen wir an hier. Rechte Innenverteidigung. Da haben wir erstmal den guten Koulibaly. Linke Innenverteidigung haben wir Sané. Und im Tor Gomis. Woo! Ja, das ist schon hart langweilig. Du bist schon mal damit gegangen, ne? Bin ich noch nie gegangen mit. In FIFA 19 war das, glaube ich. Lange her. Aha. Natürlich bist du schon mal damit gegangen. Ja, doch. Und ich dachte, jetzt ist das cool und ich mach's nochmal. Ja, komm. Ich hab De Ligt, Handanovic und Ake aufgeschrieben. Ja, Ake, Bruder. Genau, den Winter-Fresh-Rifter SBC. Den habe ich nicht gemacht, ne. Dann halt du mal rein. Okay, ich habe noch eine Ikone. Frage ist, hast du eine aufgeschrieben? Sag mal an, hast du? Natürlich habe ich. Dann sag mir mal, komm, diesmal sagst du es mir aber, mit welcher Nation oder mit welchem bist du gegangen? Ja, ich bin mit einer spanischen Ikone gegangen, ne? Okay. Aber ich sag dir nicht welche. Wo ist denn der jetzt? Aha, da ist er ja. Oh mein Gott, hast du eine aufgeschrieben? Ich habe vielleicht auch den Stefan-Move gemacht, aber ja, red erst mal. Oh no, ich habe Hierro genommen. Dann habe ich, okay, aber den kannst du, also das ist eigentlich unmöglich, dass du das hast. Und da habe ich mir nämlich ein bisschen was überlegt, da gehe ich nämlich mit Kulu und im Tor gehe ich mit Onana. Na man, egal, also Hierro, Puyol, Ramos, die drei habe ich aufgeschrieben. Nein, Spaß, habe ich nicht gemacht, aber ich habe eine Ikone genommen und das war Hierro und Luis Felipe und Ederson habe ich aufgeschrieben. Hast du echt Hierro? Ja, ich habe genau den aufgeschrieben, ey. Weil Puyol Come ist zu klein on, und mit Ramos wäre schwierig, da mal zu dribbeln, ey, deshalb... Let's go. Das ist genau mein Link gewesen. Ja, die Teams stehen, Leute. Da würde ich sagen, ey, geht's gleich um 3 Uhr nachts in ein atemberaubendes Spiel. Let's go. So, los geht's. Oh, jetzt wird's hart. Wir haben gerade 2 Uhr, 4 Uhr. Oh, ich hab den Ball. Ja, weiß ich auch nicht, warum. Da ist er. Frank. Junge, was ist das? Ich bin mein Bronzeverteidiger. Oh, oh. Oh, oh. Ist alles Milot. Offen hier. Milot. Oh, schieß. Ey. Schieß, oh mein doch, Gott! Was? Milot! Was war das? Milot! Ich dachte, sicheres Tor. Ja, Ribéry geht. Mann, der kommt niemals. Der kommt, safe Tor. Tor. Bitte, Onana, Onana! Onana! Bist du immer noch dafür, ja, dass das safe, gut war? Alter, das letzter Mann war. Oha! Was? Was ist das denn, was? Mann? Ribéry, Junge, 5 Sterne Wingfoot! Boah! Oh, schieß doch früher! Jo, alles klar, und der hat immer noch den Ball. Der Ball für. Ja! Emre Can! Let's go! Emre! Ja, da kann ich gar nichts machen, Alter. Ist viel zu viel Bronze. Stark. Ben hier, der Junge, der kann doch was. Den gibt's ja auch noch. Ja, super. Let's go! Da ist der Abschluss. Wissam! I'm back, man. Wichtiges Ding. Direkte Antwort. Hier geht's um die Ehre. Ja. Was? Mein Koulibaly kriegt den Ball Junge. Nicht? Torwart, geh mit. Stark! Ribéry! Jawoll! Linker Fuß im Sterne, come on! Mein Gott, Alter, wie geht der rein, ey? Das darf doch nicht wahr sein, ey. Ja. Mein Koulibaly lässt sich von Ribéry wegdrücken, Alter. Ja, das ist die Quittung mit deinem Sané, Mané, Koulibaly. So ein Witz, dass der da durch die Beine auch noch geht, ey. Nein, Polaro hat ja schon, ey. Diese scheiß Spieler, die auf einmal dann in solchen Spielen scheinen. Sané, Mané! Es war noch nie so wichtig, Sané, Mané! Oh mein Gott, Sané! Der wollte sweaten, Bestrafung, nein! Oh, Junge, jetzt badest du aber gerade in Lack. Ich dachte es dir. Ey, guck mal, durch die Beine, die 45. die Stefan-Minute. It's my time! 10 vor 3, Franck Ribéry. Let's go, Junge, 3. Aber vom Torwart. Ja, dann hab ich alles gesehen. Alexis, Texas, spring doch! Hä?
Von meiner Delay, Alter, was ist da? Delay, Junge, ich glaub auch. Hast du gesehen, wie der stehen geblieben ist? Jö, was ist das Kappa, denn? Torwart, Torwart geht. Ja, Ribéry geht, Ribéry geht, Ribéry ist durch. Ribéry ist durch. What? Wie zur Hölle, Ribéry? Ey, Mann, Alter. Das ist unglaublich. Was ist denn hier los? Ich verstehe das nicht. Ey, ich hab ihn gestellt. Oh mein Gott, das darf kein Tor sein. Oh, Medelkan! Mein Gott, wer ist Kommissar, ey, Alter? Also ist das ein Stürmer? Wieder, hast du einen ganzen Stürmer ins Tor getan, oder was? Jawohl. Digga, was ist das, Mann? 1-0 auf einmal, denkt sich das Spiel, nee, wir drehen den Spieß mal um. Frank! Schrott! Bei mir bester Mann aller Zeiten, ne? Spielt sogar Vorlagen. Willst du mir sagen, das war kein Abseits? Ach komm, Digga, Alter. Gar nichts Abwehrregel. Doppelpass. Ich spiele nicht mehr weiter. Die Spielzeit ist schon vorbei. Und er lässt trotzdem noch laufen, Digga. Was ist das, Mann? Okay, komm, das nehmen wir jetzt mal. Das. Ich hab das. Controller schon weggelegt, Alter. Ich steck den jetzt immer noch weg. Ich spiel nicht mehr. 5 Minuten? Was ist das, Mann? Plus 5? Dann, Mann. Weil dann musst du ab und zu einfach mal so ein Fünfer einfach mal zustecken. So, dann geben die schon mal. 5 Versuche, 3 Tore. Franck Ribéry ab ins Main-Team, Junge. Was eine Maschine, diese 5-Sterne-Weakfoot. Krank. Okay, also, 4 Stück darf ich. 4-3-3. Du hast, ich sehe es hier gerade, du hast Hadji, du hast Hartebohr hast du ja auch nicht mehr, du hast nur Schulz, Ribéry, Hadji. Das war's ja schon. Ja, Wijnaldum und Koulibaly sind auch 60k beide, ne? Wijnaldum ist 36k wert und... Ach ja, stimmt. Ja, jetzt mal wenigstens in Inform nehmen können. Ja, da haben okay. Wir nicht gereicht. Gut, ich mach's kurz und schmerzlos, ich gehe mit den... beiden Außen-ZMs und den, boah, ich bin am überlegen, den beiden Außen-Stürmern. Ich gehe mit dem rechten Flügel und dem linken Innenverteidiger. Ich sag mal so viel, du hast Ribéry hat nicht getroffen. Ribéry? Du hast ihn nicht getroffen, Ribéry, aber... Hadji. Ja. Immerhin, endlich diese Ikone weg. Ihr wollt gerade die Spieler in der SBC packen, aber den Hadji, der ist ja eh untrade, kannst du ja kurz zeigen. Und wenn du den dann nochmal benutzen würdest, würde man es ja eh sehen, so von daher. Dann wäre ich ein Unehrenmann. Genau, so, und die anderen, keine Ahnung, was die wert sind, eh nicht viel. Und ihr verliert auch jede Woche, dann scheiß, mach weg, komm, ich das auch. Okay, korrekt, Alter. Die hol ich mir alle Safety-Tage wieder, habe ich wieder 15.000 Münzen plus gemacht, ey. So läuft der Hase. Ja, schade. Voll auf den Sack bekommen, Leute. Ich schwöre, es ging gar nichts bei mir. Ihr habt es gesehen, erster Angriff ging rein, aber dann alles aus den Fugen geraten. Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Daumen nach oben da, Leute. Komm. Ich habe eine Ausrede. Ich bin krank, ich kann mich nicht konzentrieren. Aha. Deshalb bis nächste Woche. Da geht's wieder andersrum. Haut rein und ciao. Ciao, ciao. Good night. Bye, bye. Guten Morgen. Bye, bye.